Herzlich willkommen, Episode 2, Jung Merlin, dem scheißesten Spiel der Welt. Wir sind back. Wir sind back, we're back. Ich würde sagen, ich muss jetzt mal... Großen B und Ausrufezeichen. Ich würde jetzt sagen, wir probieren es jetzt mal hier in Danger Zone. Weil ich habe jetzt alles hier geguckt. Danger. Danger Zone. Insta-Death, ja oder nein? Nein. Okay. Ja, und hast du jetzt gemerkt, welche Tür das war? Ja, habe ich. For real? Aber es bringt ja nichts, weil... Okay, ihr könnt nicht um die Ecke werfen. Ja, genau, um die Ecke genau. Stun. Ja, müsste gehen. Solange du die Mine nicht verlässt, bleiben sie tot. Ich weiß. Es ist auch egal, ob ich sterbe, ne? Sie bleiben trotzdem tot. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Shortcut. Das ist halt einfach, da bin ich halt reingekommen. Fucking Mine, ey. Ich sag dir, wir sitzen hier noch bis heute Nacht um 3 oder so. Oh, was ist hier los? Unprofessionell, aber ich muss mal kurz mein Handy checken. 42 Nachrichten aus 3 Chats, ne? Das kann ja nicht wichtig sein. Du hast jetzt dein Ernst? Ja. Wie viele Freunde hast du denn? Keine, ich habe bloß eine Arbeitsgruppe, das ist schlimm genug. So. Die Arbeitsgruppe ist schlimmste. Alter. Also wenn es jetzt hier nicht um den Dritten Weltkrieg geht, ne? Ach, die Scheiße. Na, Mann. Weihnachtsfeiergruppe. Das würde mich das interessieren. Meine schön, ja. Aber... Die meisten haben doch eh immer nicht an einem Tag Zeit. Das stimmt. Das ist am 9.12. Na, da kann ich nicht. Aber kann ich auch nicht, aber ich kann. Na, das ist mal am 12.9. Ein bisschen später, aber... Ein bisschen früh, je nach Betrachtungsweise. Ja, unsere offizielle Weihnachtsfeier haben wir tatsächlich am 28.01. Echt? Ja. Das ist halt so. Kein Insta-Death. Aber ich glaube, das ist genau die Tür, die ich gerade... Ja. Am 28.01. also Weihnachten schon vergessen. Ja. Aber denk doch kein Mensch mehr an Weihnachten. Aber ich garantiere dir, meine Weihnachtsdeko steht dann noch. Erstens, weil ich zu faul bin, sie wegzupacken und zweitens, weil ich sie so schön finde. Insta-Death, ja oder nein? 1, 2 oder 3? Ja. Insta-Death. Sieht das anders aus? Nein. Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Das würde es ja auch dem Spieler leichter machen. Also ich habe jetzt 3 Leben verloren. Merkt ihr das? Also ich meine die Zahl 10 im Kopf zu haben, dass du 10 Leben hast, aber... Das wird Try and Error immer noch viel zu wenig. Sobald du ein Passwort hast... Ist ja wieder erstmal Friede, Freude, Eier. Aber bis dahin ist halt, ne? Short. Reckless Anxiety. Ja. Okay, kein Insta-Death. Aber auch nützlich. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, hier war ich schon. Ich glaube, hier kommt man noch einfach zu Fuß hin. Ja, das auf jeden Fall. Also vielleicht sind es wirklich nur Shortcuts und das sollte man dann, dieses Wagnis sollte man nicht eingehen. Ich meine, es steht ja dran, Danger. Eben, das haben diese Minenarbeiter da ja nicht ohne Grund angebracht, das Schild, ne? Oder vielleicht waren das auch diese netten Herren. Okay, das sind jetzt aber Zwerge, aber was sind denn dann die anderen? Noch kleinere Zwerge. Das weiß ich nicht, ist das eine Insta-Death-Tür? Nein, das ist das, wo ich gerade hergelaufen bin. Wichtel, also Wichtel. Ja, sowas halt, so wie... Nein, für mich sind das Zwerge. Ja, das sind halt diese Zwerge, so mit Axt und Schild, halt, ja. Diese... Vikings skandinavischen Zwerge. Skandinavischen Zwerge. Und das andere sind halt so Schneewittchen-Zwerge. So. Die mit Zipfelmütze? Ja. Roter Zipfelmütze? Ja, das sind so Gartenzwerge. Ja. Gartenkleinwüchsige. Entschuldigung. Hast du mal meine Gartenkleinwüchsige Sammlung? Herz hier, Herz. Herz ist wichtig. Nein, es ist egal, wenn ich Game Over gehe, aber... I don't know. Was willst du tun? Yes! Ja, natürlich. Schon 6 Herzen. Ich habe jetzt also eine halbe Sekunde mehr Zeit, ist so einem Angriff auszuweichen. Am besten
nächsten Mal, wenn du Schaden nimmst, Pause drücken, damit du reagieren kannst. Ja, aber du kannst ja nicht so schnell aus dem Damage rauslaufen, nee, wie du den Schaden nimmst. Bis du tot bist. Das ist scheiße. Na, es trägt ja nicht ohne Grund den Titel Scheißestes Spiel der Welt. Ja. Würde gerne hier nach unten, ja. Vom offiziellen Piep, Konsortium für Videospiele. Sehr gut, es lernt. Erteilt. Ich glaube, hier war ich noch nicht, warte mal. Rechts, aber ich glaube, rechts ist auch einfach nur ein Abgrund. Nein. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Nimmst du auf, Boy? Ja, ich nehme auf. Ich bin da immer sehr nervös. Wie gesagt, das ist ja nicht meine erste Serie. Das ist korrekt. Ich gucke zwar trotzdem immer mal nervös darüber und checke das selber ab, aber hier war ich schon, das ist der Eingang. Oh boy. Und die ist auch viel zu groß. Das ist, glaube ich, auch einer der entscheidendsten Faktoren, warum die so scheiße ist, diese Mine. Die ist einfach zu groß. Die ist halt an sich scheiße, aber scheiße auf einem Footballfeld. Naja. Das ich verstehe, was du meinst. Weißt du, scheiße auf dem Rewe-Parkplatz hätte gereicht. So, wir müssen. Der Rewe-Parkplatz ist auch ganz schön groß. Ja, aber nicht so groß wie ein Footballfeld. So, Death Trap oder gelobtes Land? Geh nicht, lass den Scheiß. Gelobtes Land. Ich komme! Jetzt bist du nur da, wo du schon warst. War ich da schon? Ist ja die Frage. Ich denke schon, ja. Ich habe die Map noch so ein bisschen im Kopf vom Playthrough von Pro Jared. Genau. Er hätte sich hier auch aufgemalt. Er ist klüger als ich. Aber ja, da hätte ich aber jetzt auch erst keinen Bock, den Scheiß abzumalen. Warte, hier war ich glaube ich noch nicht. Ist hier unten gleich der Eingang? Ja. Wir müssen jetzt noch eine Leiter kommen und dann ist der Eingang. Okay, dann ist hier eine. Das ist eine Death Trap, definitiv. Hier kommt gleich eine Tür. Oder auch nicht. Okay, vielleicht bist du doch eine Ebene weiter oben. Eine Ebene weiter oben, ja. Aber ich habe das alles schon. Das ist nix. Nee. Ich glaube, ich kann nichts. Ich muss probieren. Die haben auch überhaupt keine Orientierungspunkte. Nee, sieht aber alles gleich aus. Okay, was. Hier sind keine Schienen. Das ist deutlich sagen. Nein. Ich kann nicht mal die Items wechseln, während ich Schaden nehme. Wenn ich mal stunnen und so. Natürlich nicht. Sie wollten sich auch den Titel Scheißestes Spiel der Welt verdienen. Das haben sie. Aber so richtig. Weißt du, man hat bei solchen Spielen immer die Hoffnung, dass nach der schlimmsten Stelle das Spiel gut wird. So Alone in the Dark. Vielleicht ist es auch so. Alone in the Dark. Vielleicht mache ich das auch zu einer eigenen Serie, weil der einzige Wochentag, wenn man mal ein paar Tag Pause dazwischen rechnet, den ich noch nicht für eine Serie genommen habe, ist der Montag. Hätte ich Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils ein Video. Oh boy. Dann nenne ich das hier den Mumpins-Montag. Dann wird montags werden immer nur Scheißspiele gespielt. Unser nächstes Spiel wäre Alone in the Dark für die Wii. Weißt du, das Spiel ist total scheiße gemacht. Da sind sich alle einig. Ja. Aber verdammt hatten wir viel Spaß mit diesem Spiel. Das stimmt. Das stimmt. Also, ich erinnere mich an Winter. Wir haben eine ganze Woche Schule für Alone in the Dark geschwänzt. Nicht, weil das Spiel so gut war. Sowas habe ich nie getan. Natürlich, lüg doch nicht, du Affe. nicht, weil das Spiel besonders gut war, sondern einfach, weil wir keinen Bock auf Schule hatten und aus irgendeinem Grund mir Alex im besoffenen Kopf für 10 Euro Alone in the Dark bestellt hat. Alex selbst hat nämlich keine Wii gehabt zu dem Zeitpunkt. Nee, du hast es nicht für mich bestellt, du hast es dir einfach so bestellt, als du besoffen warst, ne? Kann das sein? Du hast es bei Amazon bestellt und hast es zu dir schicken lassen. Und dann hast du es gekriegt und du hattest das zu dem Zeitpunkt schon vergessen, dass du das bestellt hattest. Und weil du keine Wii hattest, hast du es mir gegeben. So könnte das gewesen sein, ja. Und dann haben wir das morgens gespielt. Bei Bischko.
war eine sehr schöne Zeit. Hier sind noch Gegner. Das heißt, ich war hier noch nicht oder ich war hier noch nicht, seitdem ich mal rausgelaufen bin. Oder gestorben. Ich habe keine Ahnung. Aua. So. Ich bin dafür, wir machen hier irgendwann ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn ich... Auch für YouTube. Volles Rohr besoffen im Internet. Es kommt immer gut. Jedes Mal, wenn ich sterbe, müssen wir einen trinken. Ja, das klingt nach keiner guten Idee. Ja, du schöner das Mensch. Ich habe verstanden. Das ist die Idee der Welt. Dieses Spiel zu machen war die scheißeste Idee der Welt. Aber sie haben es durchgezogen. So viel muss er ihn lassen. Ich finde das nie. Was immer ich hier auch finden soll, einen Schraubenschlüssel, ja, ich werde es nie finden. Und da finde ich die vielleicht draußen, aber was ist, die haben draußen doch alle schon geguckt. Nee, das war glaube ich schon so, dass du da reingehen musst und dabei halt den Schraubenschlüssel oder was auch immer suchen musst und sollst dir halt dabei die Wege einprägen. Ich laufe jetzt bestimmt schon seit 20 Minuten in dieser Mine rum und ich habe den Weg mir immer noch nicht eingeprägt. Eine Komplettlösung hast du nicht, ne? Nee. Gibt's, ich glaube, dafür auch nicht. Nee, ich glaube, dafür wurde keine geschrieben. Wetten ist Death Trap? Nein. Oh. Ich war hier oben schon. Oh, Entschuldigung. Ah. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Das ist auf jeden Fall Death Trap. Wir sind nämlich hier wieder am Anfang. Das bringt auch überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Du bist doch gar nicht mehr bei den Schienen. Wie? Nee. Und irgendwo. Ich glaube, du kommst an einer Stelle erstmal raus, kriegst da den Schraubenschlüssel und musst dann halt wieder rein. Aber nimm mich nicht beim Wort. Warte. Ja, das hätte man mir mal sagen können. Dass wenn man in dieselbe Tür, aus der man kommt, reingeht, woanders hin geportet wird. Okay. Jetzt nur die Frage. Kann man noch aus einer Death Trap rauskommen? Das ist jetzt die Frage. Wie meinst du das? Naja, kann ich aus einer Tür rauskommen, die, wenn ich da wieder reingehe, gleich wieder reingehe, ach so, eine Death Trap ist? Bestimmt. Also das hier oben ist 100 pro eine, die hier. Das habe ich mir gemerkt. Aus der bin ich gerade rausgekommen. Ich gehe mal wieder rein. Okay, ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Oh, das ist so scheiße gemacht. Die hätten das irgendwie so machen sollen, dass das Danger falsch geschrieben ist oder so. Ja. Es ist so schlecht gemacht, dass es frustriert. Jesus, Ebus Christoph und seine Schwester. Wie heißt denn seine Schwester? Hä? Wie heißt denn seine Schwester? Also mit Nachnamen Christoph. Okay. Was denn? Clever thinking. Ich scheiße jetzt erstmal auf die Leben. Ich hoffe, du hast Unrecht und du verwechselst das mit irgendwas anderem. Nein, 100 pro, man geht Game Over. Das hat mich doch damals so gefrustet. Und diese ganze Scheiße. Keine Sorge, Jung Merlin, es ist nicht nur deine Schuld. Der Jung Merlin ist ja gut vorbereitet. Guck dir diesen Buff Boy an, Alter. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt, als er gehört hat, dass er ein Spiel ist. Er ist richtig pumpen gegangen, hey.
Der hat Buttcheeks, ey. Er ist auch total enttäuscht. Er zeigt's nur ich nicht. Ich dachte, ich krieg ein gutes Spiel. Er zeigt's nur nicht. Ich möchte halt trotzdem eine gute Figur machen. So. Er hat auch seine Eltern schon angerufen und so, ich krieg ein Videospiel, voll geil. Voll gehypt, die haben alle schon Sekt und so vorbereitet. Das ist so einer der. Aus der bist du gerade rausgekommen, ne? Ja. Also an meinem Kleeblatt hat sich nichts geändert. Ich behalte die hier mal im Auge. Ich weiß auch nicht, wofür man die braucht, ey. Ich glaube nicht, dass man den Schraubenschlüssel hier drin findet, aber wo soll ich denn noch hingehen? Ich glaube draußen. Aber wenn man ihn doch nicht hier drin finden würde, warum sollte man dann überhaupt hier. Ach ja, um die. Ja, genau, um die Draisine zu holen. Ja. Die Lore zu holen. Ja. Ja, dann geh raus. Okay. Dann geh raus. Ich kann diese scheiß Mino. Nee. Ich kann die schon seit fast 20 Jahren nicht mehr sehen. Ja, es ist gerade so ein bisschen Traumabearbeitung irgendwie. Ja. Wir stellen uns unseren Ängsten, so phobiemäßig. Behandeln unsere jungen Merlin-Phobie. Ja, das ist. Sie hat seine Familie angerufen, so, hey, ich krieg ein eigenes Spiel und so. Und am Ende ist das so eine Geschichte, bei der man seine Familie darauf vorbereitet hat. Und wenn es dann soweit ist, erzählt man der Familie nichts mehr davon, was draus geworden ist. Ja, und wenn die Familie dann fragt, so, ja, was ist denn, du hast doch gesagt, du kriegst dein eigenes Spiel. Och, ja, also, das dauert noch. Wollte jetzt nicht so näher, Mann, schon. Ja. Also, so toll ist das ja auch gar nicht eigentlich. Das ist das Schlimmste, der Familie etwas nicht zu erzählen, weil man sich dafür schämt. So, einmal. Wozu braucht man die Blumen? Zweimal. Ich weiß es nicht. Ich hab's, und ich weiß hab das Spiel nie so weit gespielt, dass es relevant wurde. Vielleicht haben die Blumen auch was mit dem Schraubenschlüssel zu tun. Wirf die Blume mal unten bei der Fee, der ihr Spiegelbild geklaut wurde, in die Quelle. Ich glaube, das geht. Okay, ich gucke. Aber das ist jetzt so richtig so. Ich gucke, weil ich nicht mehr weiter weiß. Pine Dale. Ich lese da immer erstmal Pineapple. Ja, das kann ich verstehen. Pineapple. Das kann ich verstehen. Also die Kerze hier, die wir gefunden haben, warte. Die hier, die brauchen wir für die Mine, damit wir was sehen können, das ist klar. Ich kann die nicht benutzen. Die Sache ist ja auch, du kriegst diese Mission, ihr Spiegelbild zu retten, voll früh. Das stimmt. Dann gehst du in die Mine und das ist ein komplett anderer Teil. Das stimmt. Also irgendwie ist das befremdlich, dass du das nicht erstmal zu Ende machen musst. Weil wenn du die Mine fertig hast, dann wissen wir ja, bist du ganz woanders. Also vielleicht. Du weißt es, ich weiß das nicht. Also, ja, okay, kann sein, ja, aber ich habe nie bis nach der Mine gespielt. Ich kann mich aber auch entsinnen, vielleicht bin ich aber auch falsch. Dass ich an denen hier schon mal vorbeigekommen bin, aber ich weiß. Das glaube ich auch. Und ich weiß doch auf jeden Fall schon, dass ich an eine Stelle gekommen bin, wo man den Luftballon tatsächlich brauchte. Und da kann ich mich dran erinnern, dass er dann so langsam darüber geschwebt ist. Okay. Aber das ist nicht hier. Die interessiert das nicht. Kennt Schlimmeres. Jetzt muss man ja hartnäckig sein, aber. Könnte sein. Mach mal rein. Da gehen die immer mal ein Stück weiter zurück? Ja. Oder? Nee, sie ist eine Animation, ist glaube ich schwammig. Die machen ja keinen Schaden, ne? Also doch. Natürlich machen sie Schaden. Nee, das ist es nicht. Das ist halt. Doch, die gehen doch aber zurück. Ja, aber die gehen glaube ich die ganze Zeit zurück. Das ist die Animation von denen. Sicher? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da ist so ein bisschen Pseudo-Random mit drin. Auf keinen Fall. Ja, das Spiel ist ziemlich lächerlich, aber wir sind nicht schon die Lösung.
Hm. Was machen wir mit dem Puder? Nee. Ja, das Puder kann ja nicht immer die Lösung sein. Ich will eine Blume offerieren. Ja, aber mal, guck dich noch mal ein bisschen um auf der Map. Ich glaube, so viel zu sehen gibt's da nicht. Nee, ich glaube, die Blumen konntest du irgendwo reinschmeißen. Aber vielleicht war das auch, wenn du das Spiegelbild gerettet hast, danach, dass du das danach machen kannst, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So viel weiter als du habe ich ja auch nicht gespielt. Oh boy, wartet auf meine Anweisung. Kannst du die oben reinwerfen bei dem Regenbogen? I don't know. Ich gucke. Ich guck. Erstmal gehe ich hier runter. Vielleicht kann ich ja von der Seite was machen. So von wegen. Ich komme an denen nicht vorbei, also gehe ich einfach andersrum. Guck mal, ich sehe die ja hier. Ist der, ja. Kannst du mit den Sternen irgendwie auf den Baum schießen, dass der umfällt oder so? Irgendwozu muss dieser Weg ja gut sein, oder? Na, hier liegt die Kerze. Ach so, ja. Das Spiel ist schlecht designt, aber... Ja, jetzt fangen wir gerade an, hier Nitpicking zu betreiben. Also wirklich, also irgendwelche seltsamen Lösungsideen rausquetschen, weil wir unbedingt weiterkommen wollen. Weil wir nicht mehr weiter wissen. Pinedale sterbe ich einfach nur. Zeigt das Schild in Richtung nach rechts und sagt Pinedale oder sind wir in Pinedale? Das ist nicht ganz eindeutig. Ich glaube, es soll dahin zeigen. Es gibt auch keine Beschreibung hier oder so, ne? Aber nur hier, da ist ein Stern. Da ist ein Stern. Okay, jetzt habe ich das ausgewählt. Das ist schön, aber... Da kannst du Passwörter eingeben, ne? Ja. Bloß nicht bestätigen. Nein. Ich weiß nicht, was diese Harfe bedeuten sollte. Ich auch nicht, aber vielleicht erfahren wir das ja noch. Ach, ich habe die Sounds ausgemacht. Ach so. Oh nein! Diese atemberaubenden Soundeffekte. Ach so, und oben hast du die Musik. Musik, aus, ja. Oh, Wemi. Zu der Anfangsquelle und versucht die Blumen ja, ich wollte nur gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas einen geilen Scheiß finden kann oder so. Oder brauchte man... Hast du Meckes fahren heute? Ich lade dich ein. Wenn du mich einlädst, kann ich natürlich nicht Nein sagen. Obwohl, ich habe ja vorhin erwähnt, ich wollte eigentlich die Burger ein bisschen einstellen. Ja, aber wir müssen hier die Jung Merlin spielen. Ja, das komm hier nicht mit. Wenn man nicht vergiftet ist, kann man das natürlich nicht machen. Ja. Ja, von mir aus. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach zu viel versprochen. Wir gucken mal, was der Abend so bringt. Ich meine, wir müssen ja mindestens so lange spielen, bis wir den nächsten Checkpoint haben. Warum? Ey, das ist doch zum Kotzen gemacht. Warte, kann ich ja hier auch. Was ist das? Ganz vergessen. Jetzt bist du, glaube ich, stark. Jetzt noch mehr Buff Boy? Ich glaube, jetzt explodieren. Das ist vorher auch schon explodiert. Oh, was hat dieser Regenbogenscheiß nochmal gemacht? Oh, fuck, was hat der gemacht? Hat der vielleicht erst Wirkung, wenn ich alle Diamanten reingeschmissen habe? Die explodieren immer hier. Ja, oder hat das eine Auswirkung auf das Puder? Geh mal erst unten zu den Zwergen, wo du nicht vorbeikommst, dann trink das und dann probier rum. Mach ich. Ja, Mann, ich weiß es alles nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte es ein bisschen öfter noch versucht, aber ich habe es schon ziemlich oft versucht. Ja, und es ist auch ein paar Jahre her. Also nicht letzte Woche gemacht, sondern vor 15 Jahren.
Fruchtiger. Das vielleicht jetzt einfach durchlatschen, bestimmt nicht. Naja. Natürlich nicht. Weißt du, woran mich dieses Spiel erinnert? Oder macht das Ding, macht der Trank stark und du kannst dann das Rad abdrehen? Nee. Aber ich meine, man kriegt wirklich Schraubenschlüssel gezeigt. Wirklich einen Schraubenschlüssel, ja. Da links ist nichts mehr? Nein. Mit dem Ballon konnte man irgendwo hochfliegen. Irgendwo so eine Klippe hoch, aber ich weiß nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall eine Spielstelle erlebt, wo ich das gebraucht habe. Kaputte Leiter vielleicht, dass man da die kaputten Leiter ja, hochkommt? Ja, genau. Das war's. Die kaputten Leitern kommst du damit hoch und da ist der Schraubenschlüssel. Richtig. Genau, so war das. Ha. Gut, dass du es sagst. Genau so war Dann das. Dann macht der auch Sinn, der Ballon, meine ich. Ja. Ah, so. Richtig, absolut. Genau so war das. Wenn das jetzt falsch ist, bring ich um. Nein, auf was? Na, hundertprozentig. Also, 80%ig. Aber. Höhere Genauigkeit als Feuersturm. Ist das so? Feuersturm hat Genauigkeit 70. Falls das deine Frage war. Sieht das nicht geändert gehabt? Ist das ein bisschen mehr geworden? I don't think so. Aber ich. Ist ja auch egal. Bin, auf jeden Fall. Bin lange nicht mehr im Competitive. Kannst du 100 minus 20%. Das war immer noch 80. Kannst du das bei den kaputten Leitern benutzen? Da ist eine zum Test. Ja, aber. Doch, das geht. Du musst ihn noch richtig hinstellen. Ja! Ja! Yeah! Und irgendwo da ist dann auch dieser Schraubenschlüssel. Hey, ein Diamant! Vielleicht kriegen wir. Nein, da gehe ich nicht rein. Vielleicht kriegen wir für den Diamanten den Schrauben, aber das glaube ich nicht. Aber bei Jung Merlin weißt du nie. Das stimmt. Wir checken erstmal die ganzen Locations hier aus. Wir können ja jetzt Wie quasi haben die, wir noch? Die andere Hälfte. 3 Minuten. Ja. Aber das für die Mine reicht es. Wir können erstmal die ganzen Locations mit den kaputten Leitern auschecken. Ich hatte halt immer dieses Bild im Kopf, wie er irgendwo hochfliegt, aber ich hab... Ja, wie soll man denn bitte da drauf kommen, ohne ausprobieren? Ja, du bist ja gerade drauf gekommen. Ja, okay, aber... Nach einer halben Stunde komisch rumprobieren. Ich meine, das war als Kind super, als man unendlich viel Zeit hatte. Ja. Na gut, aber früher waren Videospiele für Kinder. Also jedenfalls war das Image so. Ja. Weil sie ironischerweise früher schwieriger waren als heute. Da ist nur ein Herz. Also muss ich immer wirklich genau davor stellen. Das sieht so kacke aus. Also, aber gut kacke. Nicht im Sinne von, oh, der Typ sieht scheiße aus oder so, sondern... Naja, man versteht, glaube ich, was ich meine. Mhm. Oh, scheiße, guck dir diesen Buffboy an, ne? Der könnte da auch so hochkommen. Ja. Er hält sich da oben mit einem Arm fest und dann schwingt er sich da hoch. Kann einfach springen. Ist doch kein Ding für den. Hier war ich schon. Ich glaube, das funktioniert sogar bei den normalen Leitern, die nicht kaputt sind, aber das ist halt nur langsamer. Naja. Das ist auch schlimm. Du musst auch noch springen mit der scheiß Draisine. Oh boy. Nee, jetzt nicht so foreshadowing, aber ich glaube, es ist auch ziemlich offensichtlich, ne? Ja. Ich glaube, so viel spoilern kann ich da gar nicht. So und halt die typischen Draisinen-Mechaniken, wie in jedem zweiten Videospiel. Oh, eine Draisine, oh, da ist ein Loch, ich muss darüber springen. Immer gefährliche Schienensysteme gebaut werden in diesen Dungeons, bei Donkey Kong auch. Man braucht so abgefuckt, die so hoch und runter gehen und so. Ein super spastisch, aber... Wer macht sowas? Da hast du.
Immer noch 4 Kleeblätter. Das ist das die Kohle. Aber dann würden auch die Zwerge... Ich meine auch, ich habe so ein leichtes Bild noch im Kopf, dass hinter der Mine, da war ich ja schon. Dann das ist da, dass du die da benutzen kannst, aber ich habe das nicht mehr. Das ist alles sehr schwammig. Aber würden da nicht die kleinwüchsigen Wikinger auch welche droppen, wenn es Geld wäre? Ja, also aber gut, das Spiel ist, glänzt bleibt darin. Jung Merlin, ja. Schlechte Game Design Entscheidungen zu treffen. Also. Und nur für die, die uns jetzt irgendwie roasten, wissen, dass das nicht Jung Merlin aus. Das gehört zum Roast von Jung Merlin dazu. Ich gehe jetzt erstmal den Diamanten einlösen. Vielleicht kriege ich ja einfach doch einen Schraubenschlüssel. Netto-Gutschein. Netto? Ja. Der Markendiskont? Ja. Was ist los, wollen wir jetzt in jeder Folge irgendwie einen Supermarkt erwähnen, oder? Ich weiß nicht, wenn du das zu einem Ding machen willst, also ich nicht. Dann muss ich aber sagen, dass das kein Brand-Deal ist. Sonst kann ich... Ohne Scheiß. Ich muss sagen... Mach halt einen Piepton. Dann ist das... Nein, dann sage ich lieber, dass dieses Video hier nicht keine Werbung ist und nicht von... Ist das tatsächlich so? Ja. Das ist doch offensichtlich. Ist das, ja, sonst... Ich weiß, aber... rein terroristisch... Ich will dir nicht deine Viewtime kaputt machen oder sowas. Ich habe nur 2000 Minuten. Das ist schon ziemlich hoch. Also für meine Ansprüche, aber... Ich löse jetzt noch den Diamanten ein und dann... Auf jeden Fall muss man auf YouTube sagen, wenn man ein Brand-Deal hat. Wenn man es nicht tut... und nicht, es trotzdem sein könnte, ist es halt so ähnlich wie Schleichwerbung. Ja, los! Powerstone! Kennst du die Serie Power Stone noch? Ja, war die das war mit dieser, mega cool. Dieser Wüste und mit diesem Mädchen? Nee, es war Maka, die... Ah, nee, das war mit so einem Thunderstone. Das kann sein. Was habe ich gekriegt? Was ist das? Seifenblasen-Dings, glaube ich. Und damit kriegst du die kleinen Lichtel tot. Ja. Genau. Okay, oh, was ein Cliffhanger. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. So. Ja, das war mal wieder eine spannende Folge. Ja. Mal wieder. Als nächstes geht es den Wichteln an den Kragen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das guckt. Bla bla bla, ihr kennt die Scheiße. Auf Wiedergesehen. Tschüss. Okay.